Hallo zusammen, ich habe hier einen Wemo 51 und der Kühlschrank funktioniert nicht mehr und der Kunde konnte ganz genau sagen, was daran kaputt ist. Der Kühlschrank war vereist, wahrscheinlich lange gelaufen, Türe nicht ganz zu und dann hat der Kunde probiert mit diesem oder was ähnlichen dem Werkzeug hier das Element abzutauen und das ging schief. Wenn ihr euch das so vorstellt, das ist das Element, was da drin war. Das ist also hier, dann geht die Leitung hinten ran, runter. Die Leitung kommt dann hier aus dem Kühlschrank raus und geht hier auf den Kompressor. Das war das Element, was hier in diesem Kühlschrank war. Hat hier noch ein bisschen Öl. Und hier in dieser Rippe hat es ein Loch drin. Man sieht es vielleicht hier. Und hier hat er probiert, das Eis abzuschaben. Oder nicht abzuschaben, sondern der Kunde hat hier mit so einem Messer, oder Küchenmesser, hat er mir gesagt, hier reingestochen. Es hat ein bisschen Druck abgelassen, das Kältemittel kam raus, also das Kältemittel ist jetzt hier R134a, das ist weder giftig noch sonst irgendwas. Das passiert nichts, es ist nicht gefährlich, ist nicht brennbar. Aber wenn kein Kältemittel mehr drin ist, kühlt der Kühlschrank natürlich nicht mehr. Ja, was muss man machen, wenn man dieses Missgeschick macht, beziehungsweise man soll es gar nicht machen, also nicht mit dem Messer abtauen, einen Heißluftföhn nehmen oder eine Schüssel warm Wasser in den Kühlschrank stellen, Kühlschrank zumachen, dass der Wasserdampf von diesem warmen Wasser Kühlfach geht und dann das Eis abtaut. Was ihr auch nicht machen solltet, ist den Heißluftföhn reinstellen, weil dann schmilzt euch das Kunststoffgehäuse. Ja, was kann man jetzt machen? Das Gerät ist ein Jahr alt, also nicht so, dass man es entsorgen sollte. Das Kühlelement wird rausgenommen, also hinten getrennt, kältetechnisch. Kältemittel ablassen hat keinen Sinn, weil es ist schon weg. Neuer Verdampfer montieren, Filter neuer montieren. Das ist der Filtertrockner, ist dieses Element hier. Dieser Filtertrockner hat folgende Aufgabe. Wenn irgendwo ein bisschen Feuchtigkeit ist oder eine Verschmutzung, dass dieser Filtertrockner dies aufnimmt, das hat jeder Kühlschrank, weil bei der Montage kann es passieren, dass irgendwo ein bisschen Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit da ist. Dieser sammelt das, die bleibt hier drin. Weil in diesem Rohr drin, wenn hier ein Tropfen mit 0,7 mm Durchmesser hier drin sitzt, friert er zu beim Eingang ins Kühlelement und dann kühlt der Kühlschrank auch nicht mehr. Also, und wenn eben mit dem Messer abgetaut wird, kann natürlich Wasser ins Kühlsystem gelangen. Aus diesem Grund wird der Filter hier ersetzt. Frisch angeschlossen, hier ein Füllventil, hier wird Kältemittel aufgefüllt, Probelauf gemacht und dann ist eigentlich dieser Kühlschrank fast wie neu. Er kühlt wieder, man kann ihn wieder einsetzen, aber eben wichtig ist, lasst mir die Finger von solchen Werkzeugen. Das ist ein Küchenmesser. Ein Küchenmesser könnt ihr brauchen in der Küche, aber nicht zum Abtauen vom Kühlschrank. Ja, ich mache euch hier zwei andere Reparaturvideos und hier unten ein Video über diesen Kühlschrank und ich wünsche euch einen schönen Tag.